Ja, da sind wir auch wieder aus dem Airfield hier. Hallöchen. Ja. So, ich bin Philipp ist vom Server gegangen, nur. Ja, in 4 Sekunden bin ich aber wieder da. In 4 Sekunden bin ich wieder da, deswegen. Eine Sekunde, please wait. Und ich bin wieder da. Alter, beim Airfield findet man immer irgendwelche Sachen. Ich weiß. Die lagen jetzt allein schon 3 Rucksäcke auf dem ganzen Airfield. Okay, dann komm jetzt mal raus. Komm jetzt raus. Oh, scheiße, ich muss den Timer stellen. Achtung, ich bin genau rechts von dir, ne? Ja, warte, ich muss den Timer stellen. Scholl, der Server sagt, er ist am Abkacken. Bei mir nicht. Bei mir schon. Rechts von mir, ich sehe da keinen. Rechts hier. Wow. Junge, sag rechts von dir. So, und komm. So, wow. Lass da unten, lass da hin, zum Gebäude. Dann lass nochmal in den Zelten hier nachgucken. Was für Zelten denn? Dem hier vorne. So. Meinst du, dem Hochsitz ist was? Keine Ahnung, kann sein, kann aber auch Alter, nicht sein. Wieder mehr auf dem Server, verkackt. Okay, lass in das große Haus. Ja, Junge, teil dich auf, geh du in das rechte. Nein, ich geh in das große. Leck mich, Junge. Geh ich in das kleine daneben eben rein, damit du zufrieden bist. Kommt man ja nicht mal rein. Von hinten kommt man auch nicht rein. Toll, ich hab's ja gleich gesagt. Leck mich. Aber hier in diese Häuser, lass die alle durchsuchen. Dann geh rein. Ich geh ins nächste. Hier Alter, liegt eine neue Brille. Die sind groß, die Häuser. Ich weiß. Hier liegt eine neue Brille für mich, jawohl. Und zwar ist das die gleiche. Ja, ich hab grad übrigens auch eine Brille gefunden. Okay. Gummistiefel. Was ist das? Rotten Banana. Jawohl. Munition für? Ich hab einen Helm gehört. Hast du gehört? Jawohl, ich hab so ein 20 Round Magazin in NATO irgendwas. Ist das für die M4 oder für die M16? Ah, hier ist auch noch ein blauer großer Rucksack. Was liegt denn da unten? Ich hab irgendwas 20 Round irgendwas. Ist das für die M16 oder für die M4? Keine Ahnung. Klar. Normalerweise für beides. Okay, also in den Häusern gibt's auf jeden Fall was zu holen. Bist du aus dem ersten Rausch schon raus? Nein, ich bin da immer noch drin. Hier liegt so eine komische Jacke, aber ich kann die nicht auswählen irgendwie. Oh Mann, ich habe echt Hunger. Ich gehe in das andere Haus. Ja, ich esse noch. Es gibt nur noch eins, wo die Tür offen ist, also nur damit du Bescheid weißt. Okay. Was liegt hier? So, nur eine Glasscherbe. Ich esse jetzt was. Ich bin dann echt hungrig. Ich hab schon wieder ein Bajonett gefunden. Hammer. Alter, schon wieder ein Bajonett. Hier liegen 2 Bajonetts. Nice. Und nun steht da SKS Bajonett. Alter, schon wieder ein Rucksack. Krass, aber wieder ein großer. Ein roter. Ja, diesmal. Ja, bei mir auch. Ein großer blauer. Diesmal. Bei mir ein großer roter. Krasser. Krass, Alter. Ja, Mann. Mega. Nice, ich habe noch eine Knarre gefunden. Nice, die kannst du mir dann geben. Die FNX 45. Dieselbe wie ich habe. Ich kann dir auch direkt Munition dafür geben. Ich habe mehr als genug davon gefunden. Jo, ich stehe jetzt vom zweiten Haus. Wo da bist war du? Ich schon drinne. Dann komme ich jetzt raus. Ah, da bist du. Komm her. Ich bin hinter dir, ne? Ja, komm hier wieder rein. Oder willst du das draußen machen? Das so, hier. Hier? Ich habe dir die schon gegeben. Die liegt auf dem Boden. Ja, ist ja gut, Junge. Hey, Junge. So, hier noch die Muni. Warte. Junge, mach Platz, ich komm da nicht hin. So, da ist sie. Warte, ich muss Platz schaffen. Junge, als ob dein Inventar schon voll ist. Ist das? Alter, ich hab mega viel Platz noch. Ich hab noch den ganzen Rucksack rein. Ja, ich nicht. Ich hab alles voll mit Trinken etc. Alter, ich hab noch was. Toll, mir fehlt genau ein Platz. Warte, ich ess mal eben was auf. Deck mich so lange von hinten, ne? Lösch doch einfach irgendwas, Alter. Weißt du, wie viel Platz ich hab? Ja, warte, ich esse gerade etwas auf, dann habe ich genug Platz. Die Muni liegt jedenfalls da, warte. Ich leg dir weiß. Ich leg dir... Ja! Komm runter. So, das tue ich dahin. Mal sehen. Das kann dahin. Dann die beiden dahin. Das dahin, das runter. Und die Knarre ist im Inventar. Jetzt brauche ich nur noch Platz für die Munition. Dafür schmeiße ich den Kompass weg. Junge, warum habe ich einen Kompass im Inventar?
So. Nice, warte kurz. Da liegt noch mehr. Ah, okay. Okay, sauber. Dafür müssen wir dann wenn halt. Wenn du was zu essen hast, kannst du mir das ruhig geben. Ich habe nur noch 2 Dosen. Ja, okay, gleich. Lass uns hier erstmal nochmal wieder umgucken. Warst du da schon drin? Ja, war ich. Da habe ich die Knarre gefunden. Ich gehe mal in so einen Hochsitz hier rein. Deck mich. Okay, ich sehe auch keinen. Na komm. Ich gehe hier in dieses Zelt. Nee, da ist nichts. Warte, wenn mich jetzt einer sieht, der schießt mich hier runter. Hier ist nichts drin. Komm, wir gehen in die Stadt. Warte, hier gibt's noch ein paar Orte da links. Lass die erstmal noch durchsuchen. Wo? Ja, folg mir. Ja, warte nicht so schnell. Bleib mal stehen, bitte. Lass mir hier warten und die Leute abknallen, die versuchen hier hinzukommen. Junge. Junge, wenn wir am großen Nerv hier sind, das wird richtig krass. Ja, Mann, das wird mega. Komm mal her, ich mach ein Screenshot. Lass da noch in das Haus. Komm mal her, warte, ich geh noch mal in das Haus da. Oh, Junge. Du bist immer so schnell. Ja. Nimm mal, warte. Hier, komm. Ich kann's halt. Leck mich. Hier ist nichts drin. Wo bist du? Da steht jemand, ich schieß jetzt auf den. Junge, der Witz ist nach dem 30. Mal nicht mehr witzig. Tja. Jetzt stell dich mal dahin. Junge, immer noch nicht den Mittelfinger lasset. Ach, nimm mal die Waffe und ziel damit. Junge. Geil, und im Hintergrund noch die ganzen Hochhäuser. Okay, komm. Junge, ich habe mich gerade für dich hingelegt. Warte, ich komme. Alter, hier ist kein Zaun, ne? Hier. Wir müssen unbedingt ein Magazin finden für die Knarre. Ja, Mann. Dann habe ich lass da in die Häuser rein, den. Das ist mega vielversprechend. Dann habe ich ein volles Magazin, mein Freund. Du auch, müsstest du eigentlich haben. Ja, habe ich auch. 38 Schüsse. Hauptsache auf der DayZ-Karte wird mir die Häuser mega klein, wird mir die Stadt mega klein angezeigt. Dabei ist die voll groß. Was heißt voll groß? Aber größer als ich dachte auf jeden Fall. Aber nicht wieder vernachlässigen, immer nach Spielern gucken, ne? Ja. Toll, die. Warte, wo bist du? Wir müssen uns finden. Komm auf wieder auf die Straße, wo du gerade reingegangen. Mach ich gerade. Hier bin ich hinter dir. Ah, okay. Komm, wir gehen auf die Hauptstraße. Etwas neben dir. Lassen das grüne Haus noch vorher, das ist mega groß. Daran teilen wir uns dann auf. Nein, ich gehe in das rechte hier, dieses kleine beige. Okay, ich gehe dann neben dem Bus das. Jo, ich gehe in das grüne. Sunglasses habe ich schon. T-Shirt Blue. Oh, hier geht's sogar noch nach oben. Schon wieder was zu trinken. Junge, nimm's einfach nicht mehr mit, wenn du so viel hast. Ernsthaft? Ich trink das jetzt erstmal einfach. Trink lieber was aus dem Inventar, damit du mehr Platz hast. Wahrscheinlich nimmst du jeden Giz mit, Alter. Nein, ich habe mein Inventar voll mit zu trinken. Ich habe ja gesehen, als ich dich aus Versehen getötet habe, was du alles mit hattest. So voll unnötige Sachen. Ich gehe jetzt, wenn du auf der Hauptstraße bist, gegenüber in das große rote Haus, was so ist wie deins, nur in Rot. Oh, scheiße, ein Zombie. Scheiße, ich muss erst zur Axt wechseln. Stirb jetzt ja nicht. Der verfolgt dich. Mich? Ja, der rennt von mir weg, siehst du? Warte, ich hab die Axt. Ich mach den kalt. Mach es. Der ist down. Steht da jemand? Nee. Ich geh jetzt rein. Deck du, jetzt nimm doch mal die scheiß Knarre in die Hand. Mein Gott, wie lang braucht der, bitteschön. Ja, ich stelle mich hier unten in den Eingang und deck dich. Nix zu finden, ich komm wieder runter. Jo. Weiter die Hauptstraße lang, komm, nach links. Aber nicht ganz. Okay, die Stadt ist doch kleiner als ich dachte. Da ist schon wieder das Ausgangsschild. Hier ist ein Brunnen.
Deck mich. Ich trinke auch irgendwas. Okay, ich bin hydrated. Ich auch. Okay, wo sind wir jetzt lang? Weiter hier lang? Ja klar, wir müssen noch weiter und dann bei der allerletzten Stadt. Warte mal ganz kurz, komm mal hier ins Haus und deck mich. Geh du an auf die Haustreppe, siehst du mich? Ja. Ich guck mal ganz kurz in der DayZ-Karte, wo wir jetzt sind. Okay. Das ist die Stadt nach Tscherno, warte, ganz kurz. Super leid, mal ja. YouTuber. Die Stadt nach Tscherno ist Balota. Ja, hier ist das. Zombie. Sei still, hier ist das. Da kommt gleich rein. Kamarovo. Ja, schießt den einfach ab, scheiß drauf. Ah, da kommt er. Kamarovo und danach kommt Kamenka. Okay, und danach bei Kamenka müssen wir hoch. Alles klar. Zombie ist down. Bei Kamenka müssen wir dann hoch. Okay, komm. Mal so logisch, man hört den Zombie, während er noch 3 Meilen entfernt ist. Ja. Nicht ganz auf der Hauptstraße, Dave. Alter, hier ist doch eh am Arsch der Welt kein Mensch. Alter, ist der Server voll. Okay, ich hab nichts gesagt. Junge. Alles geil. Komisch, dass wir beim Airfield noch keinen getroffen haben, selbst wenn es das kleine Airfield ist. Es gibt mehrere kleine Airfields. Ich weiß, aber trotzdem. Wir werden ja nicht die einzigen sein. Aber das ganz große, da sind wir jetzt auf der Reise. Wir laufen jetzt in die nächste Stadt, dann noch eine Stadt, dann rechts hoch und dann ein ganzes Stück hochlaufen. So ungefähr nochmal so ein Dreiviertel der ganzen Hauptstraße oder etwas weniger und dann sind wir am großen Airstrip. Ich guck nochmal nach hinten. Nee, ist niemand. Alter, wie weit wir einfach gerade nur sind. Ja, Mann, mega. Das Geile ist, es ist nicht irgendwie so wie bei Rust, dass man keinen Bock mehr hat, wenn man so weit. Wow. Das war Junge. Ich. Das war ich. Ich habe aus Versehen geschossen. Alter, ich hatte fast einen Herzinfarkt bekommen. Alter, ich habe aus Versehen. Ich wollte so, weil normalerweise mein Charakter, wenn ich mich so hinstelle, nimmt er die Waffe nicht manchmal nicht von selber. Da wollte ich auf rechte Maustaste drücken, damit er die hochnimmt. Und hat der geschossen. Junge. Oh, ich wäre ja beinahe von dem Computer zusammengebrochen. Ich habe mich auch mega erschreckt von meinem eigenen Schuss. Siehst du, genauso war es, als ich dich aus Versehen getroffen habe. Nur, dass du dann vor meiner Flinte standst und der Server gebuggt hat. Na, wärst du jetzt gerade vor meiner Flinte gerannt, dann hätte ich dir voll den Headshot bleib stehen. Was? Achso, ne, ich dachte gerade, da wäre jemand zwischen den Bäumen hergerannt, aber war nicht. Warte. Ich krieg schon Halluzinationen. Ja, man kann aber nicht vorsichtig genug sein. Warte, ich guck nochmal nach hinten. Junge, wie weit wir jetzt nach hinten gucken können. Ja, mega krass. Nee, das ist ein Busch. Ich dachte schon, da steht jemand und zielt. Ja, ich auch gerade. War aber ein Busch. Ich dachte, man kriegt schon voll die Hallos und Paranoia. Naja. Besser. Warte, ich ziele erstmal zur Stadt hin. Okay. So, wir sind in der nächsten kleinen Stadt. Danach die Stadt, da müssen wir dann rechts hoch. Jo. Ich glaube, hier können wir einfach durchlaufen, der ist so fortsetzt klein. Ich gehe in das grüne Haus aber noch. Ey, da hinten ist doch ein. Doch, da hinten ist noch ein relativ großes Gebäude. Siehst du da hinten etwas weiter ja, links ja, gerade ja, durch? Ja. Ich sehe es. Ich gehe in das grüne Haus, deck du die Straße. Mach ich. Und das Umfeld. Ich sehe. Alter, hier ist auch kein Schwanz. Ich glaube, hier kommt kein Schwanz hin. Ich deck dich von der Tür aus. Ach. Was liegt da? Warte, ich geh mal eine Etage höher und guck da mal nach. Junge, das Haus ist echt groß. Geil mit der Waschmaschine. Ja, ja. Stell dir vor, liegt da so eine Badewanne, musste sie erstmal in Ruhe ein Bad nehmen. Okay, ich bin wieder draußen, wir können. Komm. Weißt du, was ich gut Alter, finde? Hier komm, ab hier rein. Die Folge ist zu Ende. Wo rein? Ja, hier ins Gebüsch. Wo bist du? Steh hier hinterm Baum hinter dir direkt. Da ist einer! Oh, du nerv mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.